Ja, also über die 5 Motorenwerke, da brauchen wir nicht hier reden. Also die obersten, die stehen jetzt eigentlich recht gut so. Ja, jetzt gucken wir nur noch, wie wir das hier hinten noch so ein bisschen geregelt kriegen. Ja, und was wir da noch hinbauen, weiß ich noch nicht. Die Aluminiumabteilung ist auch noch nicht das Wahre. Wie wär's mit einer Hand wäscht die Augen warm, mein. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Aluminium. Und der müsste hier eigentlich hier hinten irgendwo noch mit hin. Wir müssen das buffen. Das hilft nicht. Bloß den haben wir genau schon dort so untergebracht und alles so vorbereitet, dass wir da nicht mehr rauskommen. Das Einzige, was wir machen können, ist ihn weiter nach rechts stellen. Das würde theoretisch funktionieren, aber dadurch, dass ich die meinen Minen mit drin haben möchte. Und es ist halt nun mal geil, dass wir da noch mit Öl und mit alles kriegen. Und es ist halt die einzige Stelle, wo das funktioniert. Wenn ich den hier rüber stelle, benutzt das hier gar nichts. Ja? Also zumindest kann ich den anderen nicht nochmal doppelt nutzen. Darum geht's. Bei ihm kriege ich nämlich ihn noch mit dazu. Deswegen stehen wir da. Also wir könnten zum Beispiel hier noch eine Aluminiumabteilung rein fuchsen. Wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, funktioniert das auch. Also mehr Platz, als wir eigentlich bräuchten. Nur wird der nicht aktiv, weil das alles noch zu weit weg ist. So ein Mist. Wenn ich die jetzt seitlich drehe. Wenn ich die jetzt seitlich drehe, dann brauche ich immer noch zwei, aber ich kann ja die noch ein bisschen weiter rüber schicken. Nach links haben wir noch Luft. Nach links haben wir noch Luft. Das ist kein Problem. Bis hierhin müssten wir ihn kriegen. Bis dahin müsste er. Dann würde er hier auch in die Vereinigung mit reinkommen. Also zumindest ab hier würde er zählen. Das wäre okay. Mehr oder weniger. Dann würde der hier auch noch zählen. Da brauchen wir aber auch mindestens links noch einen. Das heißt, er müsste hier stehen. Dann würden die hier aber das ganze Dings blockieren. So ein bisschen jedenfalls. Und die könnten auch nicht mehr weiter runter. Ne, die würden dann hier in Perfektion stehen. Die würden da nicht mehr wegkommen. Oben ist alles kein Problem. Da stehen wir dem hin. Dann würde doch dann theoretisch wieder die Feuerwehr reinkommen. Ja. Wäre vom Prinzip hier in Ordnung. Seitlich würde er theoretisch auch gehen. Da macht er auch sogar mit. Aber dann bräuchte ich noch einen auf der anderen Seite. Und das wäre auch nicht so schön. Es sei denn, wir nehmen die wieder weg. Und das ist, mag ich ja nicht. Der würde hier auf jeden Fall reinpassen. Den lassen wir doch schon mal so stehen. Das ist schon mal gut. Der kriegt auch erstmal einen Rahmen drum. Ja, da kriegst du hier unten erstmal ein Hütchen noch. Und dann sind wir bis dahin erstmal fertig. Ja, wir versuchen gerade das Beste daraus zu machen. Weil egal wie wir uns anstellen, hier zwischen werden wir keinen mehr kriegen. Das ist Fakt. Gerne noch mal gucken. Fällt mir zu Aluminium noch was ein? Ich glaube nicht, aber Aluminium Schmelzhütte. Ja, da gibt's nichts wirklich. Das war mir klar. Ich wollte noch mal gucken, ob ich vielleicht auch mal Unrecht habe. Aber wann habe ich schon mal Unrecht? Also heute, die letzten 2 Minuten. Aber ansonsten lief nicht so, aber jetzt kriege ich das jetzt hier ordentlich hin. Können Sie Schmelzhütten rausnehmen? Ja, könnte ich, mache ich aber nicht. Die stehen da so toll. Du würdest mir da wieder einen abnehmen. Deswegen stehen die beiden, da steht alles gut zu. Steht alles gut zu. So, wie ist das jetzt hier mit der Motorenleistung? Wir haben 18 Sekunden. Die hast du auch. Das heißt, 3 nehmen schon mal 3 weg. Wir haben 6. Dann bleibt theoretisch noch Platz für 2. Also eine Ventilatorenfabrik kriegen wir ganz genüsslich noch mit rein in den ganzen Verein. Ohne.
Schwierigkeiten, ohne Muckung, ohne alles. Dann nehme ich den jetzt erstmal hier weg. Umrahm den Verein. 5 sind drinnen, einer nicht. Gelaufen. Ist okay. Dann kriege ich den, kriege ich hier auf jeden Fall nicht rüber. So ein Ärgernis wieder. Wenn ich da oben meine Riege auseinanderbuddel, kriege ich so oder so nur einen rein. Also egal wie ich das jetzt angehe. Das Einzige, was ich garantieren kann, ist, wenn ich den dort hinsetze und den so umbaue, dass ich exakt da eine Feuerwehr hinkriege. Das kann ich sagen. Das ist auch gut so. Ich versuche gerade wieder die Mathematik zu besiegen, was absolut nicht funktionieren kann. Solange ich diesen ganzen Würfel nicht mindestens einen nach rechts stelle, kommen wir hier nicht hin. Wir schaffen das, der kommt sonst nicht rein. Aha. Einzige Möglichkeit, die wir noch haben, ist, wenn ich den hier erstmal wegnehme, den hier erstmal unten hinstelle und dann versuche, den quer zu setzen. Den so nach unten. Und das funktioniert nur, wenn er exakt da steht. Warum exakt da? Weil dann exakt der daneben passen würde. Und jetzt wird's lustig. Ja, weil der würde dann dorthin passen. Der würde auch, das ist auch die perfekte Linie, mehr geht nicht. So. Und jetzt wird's amüsant. Wie kriegen wir das hin, dass der so steht? Exakt, damit würde der hier unten hinkommen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Ja, das ist schön. Die Waffenruhe wurde beendet. Ärgert mich schon ein bisschen, dass ich ihn da nicht rüberkriege. Einzige, was ich noch mal probieren kann, aber ich glaube, es könnte knapp werden. Aber ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Wenn ich die Seitenverkehr tausche, ich mal kurz dahin. Nee, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, sag ich ja. Ach komm schon. Einen. Ich brauche nur einen, dann würde da rüberkommen. Ist er doch gleich lang, ne? Ja. Was ist, wenn ich die rausnehme und die nochmal tausche? Ist doch verrückt, ja. Dann müssen wir zwei dann haben. Können wir den jetzt hier reinschieben? Kommst du nicht, ne? Schaffst du nicht. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Naja, aber dann versuchen wir es wieder. Dann werde ich die beide jetzt so nebeneinander kloppen würde. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja, das gefällt mir eigentlich nicht. Aber er passt nicht hin. Wie ist es eigentlich hier mit euch? Wenn ich den einen weiter nach unten schieben würde, hättet ihr doch gar kein Problem damit, oder? Wenn ich die ganze Chose einen weiter nach unten schiebe. Das ist hier ein bisschen Tetris gemacht und so. Weil ich den jetzt einen weiter nach unten schiebe, passiert rein gar nichts. Gar nichts passiert. Nur, dass wir oben jetzt eine Lücke frei haben. Das ist das Einzige, was passiert. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und dann würde das hier auch immer hinpassen. Nein, weil der Winkel genau der gleiche bleibt, du Penner. Zwei auf drei zu kriegen ist verdammt schwer. Ah, klar, dass du den nimmst. Dann setz ihn doch so hin. Ja, aber das ist hier drüben dann wieder Quark. Leidet mit mir.
leidet. Die einzige Möglichkeit besteht nur noch, den außerhalb hin zu platzieren. Ja, ich kann den hier hinsetzen. Das ist alles kein Problem. Der würde dann auch da gut hinpassen, aber dann passt der hier nicht. Darum geht's. Da passt hier doch gut. Und die Stahlabteilung will ich da auch drin lassen. Die steht da gut. Okay, daran hatte ich nicht gedacht. Das war zu leicht. Tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Okay, der passt jetzt zwar nicht ganz da rein in den Club, aber so vom Prinzip her passt er schon. Warte. Warte. Und am Ende ist zu wenig Platz. Zu viel Platz. Zack. Bam. Da 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 da. Ach ja. Ein paar Zuschauer sitzen wieder da und die sitzen da wieder so, die können es nicht fassen. So ein bisschen wie beim Wunder von Bern sitzen sie da und sagen sich, das kann jetzt nicht sein. Der Penner hat es wieder geschafft, das irgendwie so parallel hinzukloppen. Ja, ich habe einfach gedacht, dass es hier von der Ecke nicht passt, aber es passt ja. Es passt. Es ist alles richtig. Ist alles genau so drin, wie es sein soll. Wir haben 5 Ventilatoren, 1 von denen. Das heißt, ja, also ein Motorrollerabteilung. Dann haben wir genug Ventilatoren, um die mit rüber zu schippern. Ja, die müssten wir jetzt gleich müssen wir auf den Mindestbestand hier irgendwo mit eintüddeln. Auch die Motorrolle werden wir auf 1000 festlegen. Wo ist der Wuschelventilator? Da ist der Wuschelventilator. So, wunderbar. Dann hätten wir das jetzt drin. Die Fußbälle müssten wir bei Gelegenheit auch noch machen. Alles in der Abteilung. Entspannt euch, wir arbeiten dran. Gut, die stehen. Wie kriegen wir das jetzt hier unten noch geregelt? Gut, das wird sich nicht mehr besser machen lassen. Die stehen da sehr locker, flockig. Jetzt können wir überlegen, wie wir diese Abteilung noch ein bisschen näher ranbringen. Fakt ist, wir haben nicht genügend Aluminium. Ja, also bei einer Verarbeitungszeit von 18 Sekunden brauchen wir eine Aluminium mit 18 Sekunden und von denen haben wir eigentlich keine. Wir haben keine 18er Alumine. Ja, das liegt daran, dass die hier so extrem gebufft sind, die hier richtig Zunder bekommen. Ja, mit über 125% nochmal Produktionsleistung. Ja, dann kommt der Strom oben drauf, dann hängen die bei 300%. Der hat nur 250. Hat also 100% hier knapp mehr. Ne? Das ist dann schon recht knackig. Der eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Funktioniert nicht so gut, wie ich mir das dachte. Und du gingst nur, wenn ich euch beide zusammenprügel, ne? Ah. Höher ging auch nicht, oder? Es geht jetzt ein bisschen um Schummeln. Ich würde die gerne hier noch mit reinkriegen. Ne. Du übernimmst nur bis maximal da die Verantwortung. Was ist dann? Leck mich. Geht's halt nicht. Wenn er nicht will, will er nicht. Ich gucke trotzdem nochmal, obwohl ich genau weiß, dass es. Es wird dadurch nicht besser, aber. Gut, Feuerwehren haben wir. Hier müsste noch eine Aluminiumschmelze theoretisch hinkommen. Da setzen wir die hier so außen mit an. Ja, komm. Die Insel eines Konkurrenten hat einen Angriff standgehalten. Was sagt unsere Mine? Das könnte jetzt langsam enger werden mit 2 Sekunden. Naja, gut. Eher nicht. 2 Sekunden Verarbeitungszeit, Junge. Bam. Kann man gar nicht hingucken. Okay, Bautix-Zeug hier, Bauxit haben wir genug. Das ist gut. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Ja, mit dem Stahl jetzt entspann dich mal. Das reicht nicht mal 6? 6, 18. Er hat 10. Okay, das wird jetzt doch ein bisschen eng. Ja, da arbeiten wir noch dran.
den hier oben in die Ecke reinprügel, dann passt's. Dann kriegst du noch einen dazu und der passt nicht so gut wie ich wollte. Oh. Warte. Warte. Das passt immer genauso, wie ich es haben will. Wollen wir hier noch eine Straße hinter? Ja. So, jetzt kommt's wieder hin. Eieiei. 18 Sekunden. Wir haben jetzt drei, zwei unter, also zwei 15er, zwei 10er. Das heißt, einer übernimmt den. Wunderbar, passt. Wir haben genug Stahl, um das jetzt zu produzieren. Was uns noch fehlt, und das ist das größte Problem, ist, wir brauchen die 18 Sekundener Kabelfabrik. Da müssen wir fast doppelt so viele bauen, wie wir Fabriken haben. Das heißt, wir brauchen hier mindestens 10, 11 Stück, damit das funktioniert. Die sind ein bisschen besser dran, weil die hier noch gebufft sind. Und was knallen wir hier noch hin? Das sind die Nanbufern. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kautschuk. Wir müssen also das Ganze hier nochmal irgendwie überarbeiten und irgendwo nochmal Kautschuk unterbringen. Hier ist Zucker. Hier ist alles Mögliche. Hier ist Kautschuk momentan. Eine Abteilung. Das könnten wir aber noch ausbauen. Das ist ja alles noch sehr ausbaufähig. Vor allen Dingen hier oben könnte noch ordentlich was hin an Kautschuk. Ich will aber ungern das hier noch mit dem da hinten versorgen. Die sollen sich eine hier so ein bisschen bei Null halten. Erschüttert eine ihrer ja, Fabriken. Das ist jetzt tragisch, aber nicht so schlimm. Gut, wir sind noch nicht fertig. Ne? Wir müssen noch... noch mehr Kabeljau unterbringen hier. Noch mehr Kabelsalat. Das wäre schön. Die geniale Erfindung ist vollendet. Ja, das würde theoretisch passen. Das aber nicht. Ah Gott. Die Ecke dazu kriegen, weiß ich auch noch nicht. Warte. Okay, vergiss es. Ich hab gedacht. Falsch gedacht, hab ich. Ich hab falsch gedacht. Ja, das ist richtig. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und wie kriege ich das jetzt hier zugeballert? Also Aluminium würde da theoretisch noch hinpassen. Theoretisch. Theoretisch aber nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Der würde den quasi verkürzen. Wenn ich hier auf Aluminium, dann müssten die alle außerhalb stehen, das ist auch nicht das Wahre. Wie viel Aluminium haben wir denn gerade? 36 Sekunden. Brauchst auch noch, wie viel? 18, das heißt, wir brauchen davon mindestens 10, damit das hier funktioniert. Dann ist bei 36, heißt also, ja, 10 Stück. 10 Stück, und das sind die Gebufften, die ich rechne. Das sind die Ungebufften, die Ungebufften stehen draußen. Die brauchen 45. Ganz Kabel macht Feierabend. Warum? Weil das besser passt. Pass auf. Hab ich ja gerade ausgerechnet. Wenn ich die hier beide unten hinsetze, ja, kriege ich das hier wieder gerade. Irgendwie. Ja, ich kann gleich nochmal gucken, ob wir das noch besser hinkriegen. Aber Fakt ist, die müssten hier unten stehen. Die würden dann auch alle perfekt gebufft werden. Ja, jetzt müssen wir diese Seite müssen wir zukriegen. Das muss hier alles besser werden. Was gibst du hier eigentlich? Achso, mein Zeug. Wie kriegen wir diesen Winkel hier gerettet? Und das geht nur so. Wenn wir die nämlich in Kombi hier nebeneinander setzen, kommen wir genau auf den Winkel, den wir brauchen. Hier oben würde der genau reinpassen. Den brauchen wir auch da, damit er da alles abholen kann. Ja, du würdest momentan, du bist das die Sansa. Das kann ich nicht alles in meinem Atelier unterbringen. Du kannst irgendwo stehen. Du bist erstmal pups egal. Aber du, wieso sind hier noch keine, wieso sind hier keine Items drin? Weil wir noch keine geholt haben. Als was zählst du denn? Mehrzweck, Filmraum Chemie.
Warum haben wir da noch niemanden geholt? Warte mal, wir machen jetzt, wir schicken ihn einfach nach Hause. Frachtschiff steht bereit. Wir gehen jetzt nochmal kurz würfeln. Dann schicken wir ihn nach Hause und da war auch nochmal so eine Fertigungsstraße. Vielleicht hätten wir ihn mal mitnehmen können. Jetzt egal. Nehmen wir die erstmal mit. Könnte es auch das über die Luftpost machen? Ja. Könnte ich. Mach ich aber nicht. Du bist auch noch für die Ventilatorenfabrik und für die Motorenfabrik zuständig. Interessant. Die Menschen lassen sie hochleben. Haben leider nur keinen Platz mehr da. Schade. Wurde da überhaupt angezeigt in die Abteilung? Na gut. Und wenn ich mal erstmal nichts gesagt habe. Wie sieht's denn aus? Kriege ich hier nochmal einen Ventilator? Ansonsten gehe ich zurück und mache das erstmal so. Mache ich hier ohne euch weiter. Gut, bis 200.000 mache ich hier noch mit. Wenn dann kein Ventilator kommt, also Turbine, dann ist hier was los. Danke, haben wir wenigstens eine bekommen. Machen wir Schluss. Gehen wir hier rüber. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Die müssen wir jetzt effizient noch irgendwie unterbringen. Ich würde gern, was ist das hier, die Post? Ich finde es furchtbar, dass man hier die Post anklicken muss. Was brauchen wir? Ist er für alle Fertigungsstraßen und Manufakturen zuständig? Werde ich den erstmal kurz mal mit rübernehmen? Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal. Bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob wir den da brauchen. Ich weiß nicht, ob das Ding für Chemie... Gehörst du auch zu Filmfabriken? Nee, ne? Haben wir sonst noch jemanden da, der irgendwie was Sinnvolles machen könnte? Alle Motoren, das ist das. Fertigungsstraßen. Wir gucken uns das gleich mal an. Könnte ich das eine Item nochmal haben? Ich weiß nicht, ob ich es nochmal brauche, aber bestimmt. Komm, hier sind so viele Legendäre. Ich würde das Buch erkennen. Hier, da, zack. Bau das Ding. Hiermit kannst du weitermachen. So, schön die Linie halten. Wunderbar. Oder schön weitermachen. Wir haben mehr Zeit. Beim nächsten Mal müssen wir hier auch wieder ordentlich machen. Wir haben noch so viel zu tun. Ach, wenn ich schneller wäre, dann würde das hier alles deutlich besser funktionieren. Aber ich bin halt nicht ganz so schnell. Gut, wie kriege ich das jetzt hier? Die passen doch jetzt alle nebeneinander. Das die sehe ich Insel doch von hier, dass das genau passt. Hat einem Angriff standgehalten. Das liegt doch daran, dass ich ein krasser Typ bin. Ja, ja. So habe ich das auch schon mal gern. Na, wenigstens sind zwei drin. Aluminiumhütten. Wie viel Aluminium haben wir jetzt? 10. Ja, 10. 11. 11. 11 sind's. 11, die habe ich vergessen. Ja? 5 oben, 5 hier, da eine 11. Na gut, die hängt jetzt rum bei. Am Ende. 36 bist du doch Sekunden. Keiner von uns. Okay, wenn wir den rausnehmen würden mit dem Öl und so, dann würde das hier alles deutlich besser. Will ich aber nicht. Gut, also eine Alu-Abteilung würde ich gerne noch irgendwo mit hinstellen. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wo ich sie hinstelle. Also hier unten wird er passen, das weiß ich. Wir stellen die jetzt erstmal auf. Dann kommt auf jeden Fall hier noch irgendwo ein Dings hin. Es geht darum, da ist noch genug Platz, dass ich hier den dazwischen haue. Der passt da nämlich perfekt rein. Und wenn ich perfekt sage, ja, meine ich perfekt. Heißt summa summarum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Davon, wenn wir jetzt hier noch einen unterbringen. Den könnten wir sogar noch an die Mine klatschen, wenn wir unbedingt wollten. Den einen mittleren kriege ich nicht, gut. Wenn wir auf beide verzichten, dann können wir hier ganz wunderbar noch so eine Industrie aufbauen. Bis hier kommen wir ganz wunderbar. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, wie kriege ich das hier unten geregelt. Das würde nicht mehr gehen, das würde gehen. Das würde wahrscheinlich auch noch gehen. Wäre aber nicht so günstig. Auf jeden Fall stellen wir den erstmal hin. Gut.
schon mal von der Höhe nicht. Dann lassen wir uns noch was einfallen, entspann dich. Da kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwas hin, dass wir hier die Linie glatt kriegen. Es geht hier darum, den genau... Ja, wir könnten ihn nach außen hinstellen, das wäre nicht das Problem. Zumindest die Seite müsste perfekt stehen. Und wir haben noch eine Aluminiumabteilung, die wir irgendwo unterbringen können. Und ideal wäre, wenn man das hier... Naja. Naja. Ja, wäre schon schön. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Das Problem ist, wir können nicht arbeiten dran. Wen bringe ich denn da noch unter? Wir brauchen jemanden, der eine Breite von 4 hat. Ah, guck mal. Schön, dass Sie da sind. Aber das würde das Problem hier deutlich erstmal. Allerdings würde ich das Teil jetzt buffen und wir bräuchten wen mehr Kokosnuss. Das wäre auch nicht so gut. Ah, egal wie man es macht, macht man es verkehrt. Sind die Items schon da? Wenn wir schon mal dabei sind. Zack. Hol mal raus, die Dinger. Gibt's ja gar nicht, dass die Dinger hier ungebufft stehen. Das ist ja eine Frechheit. Was ist jetzt hier mit dem legendären Teil, hä? Wenn wir das jetzt hier reinhauen, da passiert gar nichts. Gut. Dann haben wir noch... den. Passiert auch nichts. Gut. Was ist mit dir? Ah, Düngung und Chemiewerke, da, Chemiewerke, darunter zählt ihr. Ja, dann sag doch was. Ja, dann brauchen wir Chemiewerke. Hätte ja sein können. Steht zwar Fertigungsstraße, dann ich kann lesen, ja. Gut, dann stellen wir den, warte, den. Dann müsste der ja auch theoretisch funktionieren. Nee, der funktioniert nicht. Scheiß Laden hier. Steht dort dann, was gebraucht wird. Ja, ich probiere es halt gerne aus. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Das ist das Ding für Salpeter und Dings. Da machst du auch nicht mit? Sag mal. Gut, der Papa guckt jetzt nach Chemiewerken. Alle Chemiefabriken. Toll, danke. Echt nett. Wirklich sympathisch. Klasse, kann ich viel mit anfangen. Ja. Kaugummi. Ja. Kaugummifabriken. Sag mal. Und du bist für alle Chemiefabriken in der Dem Handwerk zolle ich auch noch unterbringen. Haben wir den noch? Ja, klar, Dicker. Natürlich haben wir den da. Bam. Zählst du auch für alle? Das will ich auch geraten haben. So, und jetzt nochmal. Hier steht doch dran Kaugummi. Kann ich nicht lesen? Doch, das sind die Kaugummi. Ah, ich hab das hier falsch geklickt. Sorry, mein Fehler. Als wenn wir jetzt noch Kaugummis brauchen. Soll ich noch Kaugummis brauchen? Ich? Ja, brauche ich nicht. Baumwolleabteilung, hier ist ja alles voll. Wow. Ihr seid doch ungebufft, ne? Ja. Wir reißen mal ein paar ab und stellen mal hier oben eins hin. Der passt da gut. Was soll ich denn machen, wenn das gut passt? Kann doch jetzt nicht sagen, ach, naja. Lassen wir die Ecke halt frei. Scheiß lasse ich hier frei. Das könnte jetzt nochmal ein Problem werden. Tada. Also. Wenn ich ihn da hinkriege, haben wir gute Karten. Okay. Das sind nicht ganz so gute Karten. Aber wenn ich die jetzt hier so ein bisschen prügel, ja, kriege ich die doch hier so seitlich nebeneinander. Alles kein Problem, dann stehen die warte mal nicht. Dadurch verkürzt sich ja hier wieder der Winkel um 1. Ja, und wir könnten dann... Den brauche ich nur nicht. Gut. Dann passt das. Also, das passt jetzt nicht. Es muss passen. Das
Zumindest auf dem Winkel. Ich hätte ihn zwar jetzt hier gerade gehabt, aber gerne gerade gehabt, aber will er ja nicht. Guck, der würde jetzt hier passen. Wunderbar, der passt da sehr gut hin. Und da passt jetzt kein Links mehr hin. Das ärgert mich schon wieder ungemein, aber das können wir nicht ändern. Und warum stehen die einen jetzt so rum, die anderen so rum? Was soll denn das? Ich weiß, es macht kaum Unterschied, aber darum geht's nicht. So, wir haben hier noch die ganze Abteilung drüben frei. Du passt da nicht zufällig hin. Nee, die Menschen lassen sie hochleben. Aber es passt immer, ein Gebäude passt immer hin. Es ist egal, wie schlecht es dir geht. Wenn du nicht meinst, was du hinstellen sollst, eine Feuerwehr passt immer irgendwo hin. Guck mal, die kann ich sogar umrahmen, wenn ich das heute noch hinkriege. Sehr schön. Das ist gut. Jetzt wird's witzig. Der kann nur so stehen, der kann nur so stehen und der passt nicht da rein. Das ist jetzt ärgerlich. Aber wir haben ja noch jemanden, der hier noch unbedingt irgendwo untergebaut werden wollte. Ja. Das ist aber auch nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Hat er da. Da würde ein Vierer hinpassen. Das heißt, rein theoretisch würde der da gut hinpassen. Auf jeden Fall kriegst du jetzt hier erstmal die Straße. Dann hätte ich eigentlich gerne ihn. Problem ist, es passt wieder nur ein Gebäude hin. Und ihr wisst, wovon ich rede. Es passt nur eine Feuerwehr momentan da gerade hin. Das ist immer wieder witzig. Hätte ich jedenfalls. Ja, wie kriegen wir das Problem jetzt hier gelöst? Also bis hier kein Problem. Da könnten wir den unterbringen und dann würde der da stehen und dann hat sich das erstmal. Du bist nicht zufällig für irgendwas hier zuständig. Nee, ne? Ja, hätte ja sein können, da sind so viele Sachen mit dabei. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Was sagt denn die Abteilung zu Kabel? Ich glaube nicht, dass da noch was gibt, aber wir können ja bei Kabel nochmal gucken. Kabelfabrik. Ja, das hatte ich mir gedacht. Danke fürs Gespräch. Haben wir noch irgendwas? Der passt da nicht hin, das weiß ich. Bist du da überhaupt irgendwie gebaut? Wie wäre es mit einem Rundgang? Ach, geh weg. Mit deinem Rundgang. Sei denn, ich krieg dich da oben irgendwo untergebracht, was ich stark bezweifeln möchte. Aber du kannst hier irgendwo mit drinne stehen. Ich weiß nicht, ob du da einen Buff kriegst. Nee, kriegst du auch nicht. Ja, dumm gelaufen, dann stell dich da erstmal hin und tu mal so, als wenn du nicht da bist. Wie viel Kupfer haben wir denn jetzt gerade? Erstmal haben wir hier nicht viel. Jetzt sieht schon besser aus. Ich brauche meine Items. Und zwar brauche ich noch den Kollegen, den brauche ich wahrscheinlich noch ganz oft. Zack. Den will ich auf jeden Fall nochmal haben. Der hat aber nicht so eine hohe Priorität wie der andere Kollege. Wo ich halt hin. Ich weiß doch, der ist hier irgendwo. Da ist er doch. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja. Wir packen dich jetzt erstmal nochmal dreimal mit rein, weil wir genau wissen, wir können dich noch 100-mal gebrauchen. Gut, dann holt euch der Papa jetzt erstmal ab. Du kannst darauf klicken, du kannst aber auch nicht. Gut, also ihn kriege ich. Und wo ist der andere? Rauskommen. Sie sind umstellt. Ich könnte doch darauf klicken, was das Ganze erheblich vereinfachen will. Ich weiß, ich habe das Teil noch irgendwo zu liegen. Ich sehe es gerade nur nicht. Da ist es. Das war auch unfair. Das war genau getan. Da konnte ich nichts machen. Bist du auch für die Chemiefabriken zuständig? Ja. Komm mal mit rüber. Gut, die Routen machen wir heute nicht mehr, weil ich viel zu faul bin. Außerdem ist es wie auf Arbeit. Irgendwann ist Feierabend. Bei dem bin ich mir immer noch nicht sicher, aber den könnte man jetzt perfekt hier unten reinstellen. Krasser Typ ich bin. Ja. Der steht genau da, wo er sein soll, genau am Checkpoint.
Ja, ich freue mich immer über mich selber, wenn alles funktioniert und am Ende habe ich wieder was vergessen und dann stehe ich wieder da wie so eine Sahnetorte, die man vergessen hat, im Kühlschrank zu stellen. Ja. Nach einem Tag sieht die nicht mehr ganz so gut aus, genauso wie ich gerade. Habe ich jetzt an alles gedacht. Jetzt kommen die Items hier noch mit rein. Buffen wir das Ganze noch, dann sollten wir genug Kabel haben. Die Frage ist, ob das mit dem Kupfer ausreicht. Die Frage ist, ob das mit dem Kautschuk ausreicht. Den Kautschuk müssen wir noch nachproduzieren. Das weiß ich. Der Rest steht hier erstmal. Also so im Grunde genommen bin ich erstmal zufrieden. Ich habe nur mal Angst, dass ich was vergessen habe. Weil jetzt können wir nichts mehr ändern. 5-1 ist unsere Taktik. Hola. Mehr geht nicht. Dran anhalten. Mehr kriegen wir nicht hin. So, die anderen dürfen wieder nach Hause gehen. Ja, nicht du. Nicht du. Du. Nicht du auch. Sonst noch jemand? Du von mir aus. Hypnotisierer werden langsam. Bisschen knapp. Du kannst dich von mir auch nicht mehr. Gut, alles klar. Alle nach Hause geschickt, der Rest kommt hier rein. Hallo. Also der könnte jetzt theoretisch hier bei den Chemiefabriken noch mitarbeiten. Brauchen wir aber nicht. Das funktioniert jetzt. Da sind wir jetzt so geil gebufft und haben genug, dass das funktioniert. Also. Aufteilen. Erst du. Dann du. Dann du. Damit haben wir jetzt hier 25% weniger Arbeiter, 40% und nochmal 50. Da brauchen wir nur dir. Das ist ja. Wir arbeiten ja schon fast umsonst hier. Arbeitskräftemäßig ist das ja ein ordentlicher Buff. Dazu kommt natürlich die Produktivität, die erhöht wird. Und wir kommen auf 20 Sekunden. Das ist dem, was wir hier drüben alles brauchen, kommt da schon mal sehr nahe. 18 Sekunden. Damit sind wir hier eigentlich in dem Das Bereich. ist Wir eine haben wahrhaft viel zu viel bedeutende Kupfer. Entdeckung. Viel zu viel. Viel zu viel haben wir jetzt. Das ist ja toll. Das ist ja schön, dass wir das jetzt hier so produktiv gestaltet haben. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir die zwei hier ganz locker rausnehmen können, ohne dass das irgendeine Bewandtnis hat. Das ist ja schön. Gut, Frage. Das heißt, wenn die jetzt hier bei 20 Sekunden liegen, wir haben 6. Das heißt, mit 7 oder 8 würden wir locker hinkommen. Und hier stehen schon 8 drinne. Das ist also vollkommen in Ordnung. Die oberen 5 sind also auch schon too much. Ja, man könnte jetzt drüber nachdenken, den könnte man rausnehmen. Rausnehmen, habe ich gesagt. Verdammt. Den könnte man rausnehmen und durch den ersetzen. So viel mal zu meiner. Ich finde das alles so toll, was ich mache. Das nehme ich jetzt. Das, was dabei rauskommt. Wir waren mal wieder zu gut. Beziehungsweise haben nicht alles mit einberechnet. Könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Also Aluminium sollte jetzt erstmal im Rahmen zufriedenstellend sein. Diese Bei einer Stadt sieht helle Kraft. Produktivität von 36 Sekunden brauchen 18. Bei 5 heißt, wir brauchen mindestens 10. 10 sieht erstmal ganz gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 12. Kommen wir also gut hin. Wir haben genug Aluminium. Die auch ganz schön viel Kohle fressen. Nur mal so. Wir haben genug Kabel. Was können wir hier noch unterbringen, was uns dann noch weiterhilft? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Fakt ist, die Abteilung ist jetzt erstmal gebufft bis zum geht nicht mehr. Wir haben an alles erstmal Ich werde so Ihre Karte gedacht, nicht was wir noch vergessen. brauchen. Die Leute sind Ich jetzt hier könnte vor voll und Freude ganz platzen. versorgt und wir müssen dann die ganzen Routen noch legen. Eieiei. Eieieiei. Aber ansonsten Die Insel eines haben wir eine ganze Konkurrenten Menge hat einem geschafft. Die Angriff Industrie steht, es standgehalten. läuft. Nur müssen wir hier noch gucken, dass wir das wieder reduziert kriegen und was wir dann stattdessen hinstellen. Aber wie immer, erst beim nächsten Mal.